Mir glauben, dass ich mich einfach jetzt fertig gemacht habe. Hello again. Obwohl, oh Gott, ich hatte heute einfach Mental Breakdown. Und ich so, lass heute ungeschminkt rausgehen, Hauptsache raus und mein Gehirn freikriegen. Und jetzt sehe ich so aus. Hat sie nicht gemacht, doch hat sie gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg. Wir sind gerade noch mit den Hunden draußen und dann geht's los. Ich kam endlich mal dazu, mein Buch Cold Case Academy zu Ende zu lesen. Das ist der erste Teil und zwar ein mörderisches Spiel. Ich glaube, es ist ein Jugend- oder Thriller-Reihe sein. Also, mich hat es jetzt nicht als Thriller angesprochen, aber ich würde sagen, es ist wirklich so ein Jugend-Thriller, weil für mich war es absolut kein Thriller. Ich fand, das Buch hat unfassbar gut angefangen. Ich würde dem Ganzen noch eine 6 von 10 geben. Es hat gut angefangen. Der Plot-Twist war jetzt nicht so überragend und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch mittlerweile einfach zu viel gewohnt. Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Deswegen, also, ich fand es nicht schlecht. Es ist ein relativ kurzes Buch. Es hatte, glaube ich, 265 Seiten so um den Dreh. Und ich fand das Cover halt unfassbar schön. Also, das haben die sich wirklich nicht nehmen lassen. Auch hier hinten, das ist alles so ein bisschen, ja, ausgeprägter und es ist wirklich ein sehr gutes Buch, gerade für ein bisschen jüngere Mäuse da draußen, wenn ihr damit einsteigen wollt. Aber es war jetzt nicht das packendste Buch überhaupt. Also der Anfang hat unfassbar gut angefangen und ich dachte mir, boah, das wird ein fantastisches Buch. Und ab der Mitte bis zum Ende hin war es so, ja, ist okay. Deswegen, es war wirklich okay. Es war jetzt nicht überragend, aber den zweiten Band davon habe ich auch noch da und den werde ich auch noch lesen. Boah, Leute. Die letzte Woche, mein Schlafrhythmus, chip. Also, wow. Ich habe heute legit bis 17 Uhr geschlafen. Ich war auch wieder bis 7 Uhr wach. Es ist eine reine Katastrophe. Ich muss es dringend ändern, weil das geht gar nicht. Ich war so stolz auf meinen Schlafrhythmus, den ich wieder hatte. Und ich weiß nicht, was so reingeschissen hat, dass mein Schlafrhythmus jetzt wieder so ist. Aber ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe den Mäusen jetzt nochmal was zu essen gegeben. Wir gehen jetzt in die alte Wohnung und müssen da noch einiges erledigen. Ich habe gar keinen Bock. Ich bin einfach nur froh, wenn die Wohnung Ende der Woche weg ist, weil ich habe keinen Bock mehr. Deswegen, ich würde sagen, ich nehme euch da vielleicht ein bisschen mit oder werde ich dann sagen, was ich gemacht habe. Ich muss jetzt auch noch Müllbeutel einpacken. Und ja, ich bin froh, wenn alles durch ist, weil ich wirklich keinen Bock mehr habe. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Griffe angebracht. Und ich schwöre euch, Leute, meine Hand, ich weiß nichts. Ich kann nicht mehr. Das war anders gerade. Das war einfach anders. Ich habe so reingeschissen. Die Seite geht ja noch. Aber hier unten ist das noch nicht mal fest. Meine Hand tut Maximum weh. Ich werde das jetzt auch lassen. Also dadurch, dass ich das an einer Stelle befestigt bekommen habe, ist ja ganz gut. Somit kann ich die Tür wenigstens nochmal öffnen. Aber das war's von mir. Ich habe keinen Bock mehr. Das war gerade die schlimmste Aufgabe ever, seitdem ich hier eingezogen bin. Ich bin mir gerade sehr, sehr unsicher. Ich habe jetzt hier mal den Teppich ausgelegt und ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Ich weiß aber nicht, ob mir das nicht zu viel ist, wenn hier ein Teppich liegt, hier ein Teppich, weil den müsste ich ja kürzen, und noch da ein Teppich. Oder ob ich sage so, ey, diese drei Teppiche wären eigentlich perfekt, weil hier müsst ihr überlegen, der kommt noch ein gutes Stück rein, sodass der hiermit eigentlich richtig gut abschließt, weil der Schrank steht ja noch nicht richtig an der Wand, der noch nicht. Da muss nämlich noch was ausgesägt werden, deswegen. Es steht noch nicht so, wie es endgültig stehen soll. Aber ich finde es eigentlich ganz schön mit dem Teppich hier. Weil hier kommt ja auch noch eine Deckenlampe hin. Ich überlege gerade nicht, hier sogar eine fancy Deckenlampe hinzumachen. Wir gucken mal. Und trotzdem finde ich hier den Teppich auch sehr schön. Meint ihr, es ist zu viel, wenn ich drei Teppiche habe? Einen hier und einen unterm Sofa? Ich bin mir gerade so unsicher, wie ich das hinstellen soll. Aber ich finde wirklich den Teppich im Kleiderbereich sehr, sehr schön. Weil es sieht dadurch halt immer ein bisschen wohnlicher aus, als nur mit so Fliesen. Und ich will auch eigentlich unbedingt einen unter meine Couch. Ich weiß noch nicht, ob das zu viel ist, wenn ich hier unterm Esstisch noch einen habe. Und das Problem ist, wenn ich den unterm Esstisch schneide, dann ist er geschnitten. Weil ich wollte eigentlich nicht noch einen dazu kaufen. Aber wenn ich einen unter der Couch haben möchte, müsste ich halt noch einen kaufen. Außer ich kaufe einen kleineren für hier unter den Tisch. I don't know, Leute. Ich weiß gerade gar nichts.
Ich habe es jetzt einfach getan und ganz ehrlich, theoretisch kann ich den Teppich sogar gegeneinander legen, weil das ist sowieso so ein Teppich, den kannst du ineinander schieben. Ich muss den sowieso noch ein Stückchen schneiden. Ich wollte aber einen Millimeter länger Platz lassen, dass ich halt gucken kann, wenn ich den nach da schiebe, ob ich vielleicht doch einen Millimeter länger lasse, dass das so ein bisschen nach oben geht. Aber ich muss sagen, es gefällt mir gut. Ihr müsst nur bedenken, dass der Teppich dann bis da hinten dran kommt, ne? Also das hier wird ja noch komplett ausgeschnitten und kommt gegen die Wand. Und dann ist das alles einheitlich und schließt eigentlich wirklich perfekt mit dem Schrank ab. Ich finde es eigentlich süß. Ich habe mir jetzt eine Gesichtsmaske gemacht. Die werde ich jetzt einwirken lassen. In der Zwischenzeit werde ich ein bis zwei Kapitel von meinem neuen Buch lesen. Ich werde jetzt doch von dieser Academy den Part 2 lesen, weil ich brauche mal kurz ein bisschen Me-Time. Also ich muss gleich auf jeden Fall duschen. Ich werde meinen ganzen Körper peelen. Das wird auch nochmal gut tun. Und deswegen, ich muss mal kurz ein bisschen hier runterfahren. Ich bin irgendwie die ganze Zeit auf Dauerstrom. Ich werde mir jetzt auch schon mal meinen Pyjama-Vergleich rauslegen. Und wenn ich aus der Dusche komme, werde ich noch mein Video für morgen schneiden. Und dann bin ich auch durch. Und morgen wird dann noch einmal Vollgas gegeben in der alten Wohnung, dass alles fertig wird und die abgegeben wird. Kann sogar sein, dass ich morgen meinen besten Freund dafür abhole. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob ich das irgendwie alleine schaffe, weil das halt schon relativ viel ist. Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich das auch so machen, dass ich einfach alles alleine mache, mich abends fertig mache und dann dahin fahre, eine Pfeife rauchen. Wir gucken. Weil ich weiß gerade wirklich noch gar nichts. Ich bin einfach nur absolut lost. Will aber noch produktiv sein. Und die letzten 2 Tage waren wirklich für mich für den Müll. Ich war so unproduktiv die letzten 2 Tage. Also ich habe gestern eigentlich nicht. Aber irgendwie schon. Ich habe gestern nur 2 Regale aufgebaut, war ein bisschen live auf TikTok mit euch 4 Stunden, habe Temptation Island VIP geguckt und das war's. Ja, super produktiv. Also und dementsprechend heute habe ich auch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe heute nur die Teppiche geschnitten. Ich habe ein bisschen was gemacht, Leute, aber ich bin irgendwie, ich fühle mich so unproduktiv. Die letzten Wochen und Monate war so, dass ein Tag so sich angefühlt hat wie eine Woche am Stück, weil ich so viel gemacht habe. Aber ich merke einfach, dass mein Körper so eine Ruhepause gerade braucht von ein paar Tagen, wo ich einfach nur im Bett verbringe. Und Lo hat mich heute echt gut aufgebaut, weil sie meinte, dass es bei vielen momentan so ist. Ich habe so gesagt, ich so, es kann doch nicht sein, dass ich mich so unproduktiv fühle, dass ich bis abends gefühlt am Schlafen bin, dass ich morgens wach werde, mit den Hunden gehe und danach direkt weiterschlafe. Das ist doch nicht normal. Ich habe nicht mal die Kraft momentan, irgendwie sonnen zu gehen. Und ich weiß, dass mir das gut tun würde. Ich will einfach nur den morgigen Tag überstehen, alles geschafft haben in der alten Wohnung und dann schauen wir weiter, weil das belastet mich gerade echt momentan. Und ich denke, wenn an diesem Thema ein Haken ist am Freitag und die Wohnung inshallah abgegeben wird, weil ich weiß halt nicht, ob er noch ein, zwei Mängel da sieht, wo ich irgendwas noch machen muss, was streichen muss oder so. Das werden wir dann sehen, aber ich hoffe, dass ich das alles geschafft bekomme, weil ich kann nicht mehr. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich werde jetzt meinen besten Freund abholen gehen und dann werden wir starten, den Rest aus der alten Wohnung rauszuholen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir dafür heute brauchen. Ich habe mich so ein bisschen fresh gemacht, weil ihr wisst ja, ich habe mir vorgenommen, mich jeden Tag fertig zu machen und dementsprechend habe ich mich ein bisschen fertig gemacht. Ich bin übrigens neue Augenpads am Testen, dazu aber in einem anderen Video mehr. So, ich bin jetzt dann. Ich habe mir jetzt einfach so eine Jacke drüber gezogen. Mache mich jetzt mit den Bauzis auf den Weg und wir gehen Onkel Baran abholen. Und würde sagen, ich melde mich gleich oder später. Ich muss nur noch eine Jacke drüber ziehen, weil heute regnet es extrem. Heute sagen wir so, wie es ist. Ohne den da Weg. wäre ich aufgeschmissen. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist so anstrengend. Ich schwöre, ich hätte es alleine nicht Ich habe meinen geschafft. Kopf verletzt. Ich bin fast gestorben. Ich hätte es wirklich alleine nicht geschafft. Wir bringen jetzt noch die Stoffsachen weg. Und dann war es das. Warte, ich gehe Auto holen. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass diese verdammte Wohnung einfach leer ist. Und ohne seine Hilfe hätte ich gar nichts geschafft. Also ohne die Hilfe von Lo, von Erika und von Baran wäre ich am Arsch gewesen. Deswegen ein dickes Dank geht hier auch nochmal raus. Ich kann nicht mehr. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben es geschafft. Ich könnte gerade heulen, weil, kennt ihr das? Es fällt dann irgendwann so eine richtige Last von einem ab. Und das ist gerade. So, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. So Leute, wir sind jetzt bei Onkel Baran. Ich bin durch. Und Hast du wieder? ja. Ich will dir mein Kinderzimmer zeigen. Yeah. Mal kurz darüber reden und wer ihn da gespielt hat, das erste Mal mit 27 Jahren. Wer hat gewonnen? Das erste, was du Leute, ich habe gewonnen. Ich habe, wie viele Runden waren das? Vier? Vier.
4 Runden durchgehend, erster Platz bis auf letzte Runde. Da war ich zweiter. Die letzte Runde hast du vergessen. So Leute, ich habe mich gerade abgeschminkt. Ich habe jetzt noch Augentropfen reingemacht, deswegen habe ich gerade so Tränen hierbei. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen. Und dann schaffen. Wir haben nämlich 5:30 und ich kann nicht schaffen. Ich bin gerade hellwach, ich habe mich abgeschminkt und ich war hellwach. Und meine kleinen Babys liegen hier bei mir im Bettchen. Ja, ich werde mir jetzt noch was zu trinken holen, meine Haarkapseln nehmen. Und dann geht es für mich auf ins Bettchen. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen lesen. Und ich habe mir vorgenommen, eigentlich bis Ende des Jahres definitiv noch auf 50 Bücher zu kommen, weil ich bin jetzt, glaube ich, bei 37. Und wenn ich so lese wie im Januar, müsste ich das ja hinbekommen. Der Unterschied ist, ich habe im Januar Bücher gelesen, die so um die 200 Seiten haben. Und mittlerweile lese ich Bücher, die so um die 400 Seiten haben. Und Fourth Wing mit 900 Seiten will ich auch noch dazwischen schieben. Deswegen, wir schaffen das. Wir schaffen alles, was wir uns vornehmen. Ich werde 50 Bücher lesen. Ich möchte ab Freitag anfangen, auf meine Ernährung zu achten. Ich habe mir jetzt das allererste Mal HelloFresh bestellt. Ich werde vegetarische und vegane Gerichte nehmen. Ich habe das Ganze jetzt so eingestellt, dass ich für 2 Personen bestelle, 3 Tage, wovon ich dann wahrscheinlich eine Woche lang essen kann, bis auf einen Tag, wo ich dann gucke, was ich mache. Aber ich will das auch wieder einbauen, dass ich so ein bisschen Intervall faste, also einmal am Tag esse, halt durchgehend was trinke, ne? Aber ich will mir das so ein bisschen angewöhnen. Also jetzt nicht extrem, gerade wenn ich auch mal ausgehe und so, gar kein Problem. Aber ich möchte ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten. Ich möchte allgemein ab diesem Jahr und auch ab nächsten Jahr und danach die Jahre definitiv viel mehr auf meine Ernährung achten. Ich will mir noch Vitamin D3-Kapseln bestellen, weil das richtig gut für den Körper sein soll. Und ich möchte auch Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ein komplettes Blutbild mal machen lassen. Mich einmal komplett durchchecken lassen, ob alles in Ordnung ist. Und halt auf die Mängel, die ich dann habe, eingehen. Ja, Süßgetränke ist ja das Einzige, was ich gerade momentan konsumiere. Das bedeutet, ich möchte darauf komplett verzichten, beziehungsweise so weit verzichten, dass ich nur noch ein Süßgetränk trinke am Tag und dann aber mindestens 1,5-2 Liter am Tag anderes Getränk mindestens. Ne? Also mehr ist immer besser, aber ich muss mich darauf erstmal einstellen. Ich habe mir jetzt auch eine neue Glasflasche bestellt. Heute kam leider eine Plastikflasche an. Ich weiß nicht, was ich gestern gelesen habe. Aber ich möchte nur noch aus Glasflaschen trinken und ich muss mich auch mal informieren, falls ihr euch damit auskennt, was richtig gute Wasserquellen sind. Also Wasser aus Glasflaschen, stilles, was richtig, richtig krass sein soll und richtig, richtig gut sein soll an reinem Wasser. Da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen mit informieren, weil ich überlege, bei Flaschenpost kann man doch bestimmt sowas bestellen, dann regelmäßig dazu bestellen oder halt, keine Ahnung, ich halte nichts von Filtern, weil ich habe jetzt mehrfach schon Videos gesehen, die zeigen, dass Filter das Wasser nur noch dreckiger machen, als es vorher ist. Und das Wasser, wo ich hier wohne, ist eigentlich nicht schlecht. Eigentlich kann ich auch Leitungswasser trinken, aber ich möchte halt das Bestmögliche für meinen Körper. Und wenn ich schon mal umstelle, dann muss ich halt komplett umstellen. Ja, Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich dann einnehmen, wenn ich das große Blutbild gemacht habe, zusätzliche. Aber Vitamin D3 soll sehr, 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 sehr wichtig sein für den Körper. Ich glaube, es war Vitamin D3. Ich bin gerade nicht sicher. Ich bin auch ein bisschen übermüdet und lesen will ich auch viel mehr in meinen Alltag integrieren. Also dieser Monat war viel und ich sag euch, sobald ich morgen überstanden habe, an dem Tag, wo meine HelloFresh-Bestellung ankommt, beginnt für mich ein neues Leben, weil ich hoffe, dass ich es schaffe, an dem Tag meine Wohnung abzugeben. Da ist nämlich die letzte Besichtigung in der Wohnung und es wird alles fantastisch laufen. Er wird mit allem zufrieden sein und ich bin dann aus der Wohnung raus. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen Frühjahrsputz gemacht, wenn man das so sagen kann. Ich habe jetzt alles hier aufgeräumt, habe noch die restlichen Sachen reingestellt, weil den Rollwagen bin ich noch am Verkaufen. Habe Wäsche sortiert, die erste Maschine ist schon an. Ich habe mein Bett abgezogen, da bin ich auch gerade die Wäsche am Waschen, dass ich das wieder beziehen kann, weil ich hatte alle meine Bettlaken weggetan und ein neues geholt, womit ich zufrieden bin. Das muss ich nur jetzt nochmal bestellen, aber daher, dass ich das noch nicht getan habe, brauche ich das, was gerade in der Waschmaschine ist, dass es trocknet. Ja, ich werde jetzt das Bad gleich noch putzen. Wie gesagt, Wäsche noch in Ruhe waschen und werde jetzt hier gleich noch einmal durch Staubsaugen und wischen. Ich hatte mir vorgenommen, deswegen habe ich euch jetzt auch noch nicht mitgenommen. Ich möchte euch allgemein so eine Sonntagsroutine abdrehen, was ich dann immer sonntags machen werde, wie ich putzen werde und so weiter. Spülmaschine läuft übrigens auch. Und dann werde ich euch einfach mal so zeigen, wie meine wöchentliche Routine ist. Weil ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Also manche sind ja auch immer motiviert zu putzen und ich liebe das auch.
Aber ich mache das halt dann so einmal die Woche, dass ich so einen richtigen Reset-Day habe, wo ich dann alles mache, wie Staubsaugen, Wischen, Teppichreinigung. Und ja, falls ihr einen guten Teppichreiniger empfehlen könnt, schreibt mir mal ein, weil ich hatte letztes Mal mit Vanish alles sauber gemacht. Ich bin auch sehr, sehr happy damit, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes, so ein Pulver, was man da reinmassieren kann oder so, was besser ist. Deswegen schreibt mir das gerne mal rein, weil das werde ich auch jetzt so einmal im Monat machen. Dadurch, dass ich Tiere habe, muss ich es halt ein bisschen öfter machen. Normalerweise macht man das, glaube ich, alle 3-4 Monate. So, ich habe jetzt einmal alles gestaubsaugt, alles gewischt. Die Bettwäsche hängt jetzt schon, das Bett muss ich noch beziehen. Hier liegt noch Wäsche, das Bad wische ich gleich durch, wenn alles durchgewaschen ist. Und ja, Spülmaschine läuft immer noch. Sieht gerade so aus. Hier sind halt noch so ein paar Sachen, die ich noch wegräumen muss, beziehungsweise die verkauft werden, weil das Regal und das wird noch verkauft. Das hier muss in die Pappe, dann kommt das Ding nach da hinten. Also das sind so ein paar Kleinigkeiten. Lo wollte noch den Mülleimer haben. Und ja, das war's. So, ihr Mäuse, das ist übrigens mein kleiner Rebeheu von eben. Ich habe mir einmal diese Pombeeren geholt, bin ich sehr gespannt drauf. Dann diese Chipoys, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, die sind nicht zu scharf. M&M's Crispy and Peanut, beste Kombi. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Einfach weiße Schokolade mit Strawberry Cheesecake. I love it. Und natürlich dürfen Früchte nicht fehlen. Das lieben wir. Meine erste HelloFresh-Bestellung kam an und wir öffnen das Ganze jetzt mal. Leute, ich freue mich einfach so krass, I can't. Ich weiß hiermit gerade noch gar nichts anzufangen. Ich weiß nicht, wie ich das, also wie das hier sortiert ist. Wie gesagt, das System ist das erste Mal, dass ich das Ganze geholt habe. Und ich bin so excited. Ich werde das Ganze jetzt in den Kühlschrank packen. Und dann starten wir heute mit dem ersten Gericht. So, das hier ist nämlich meine ganze Ausbeute für diese Woche. Und zwar habe ich mir einmal scharfer Sriracha Blumenkohl mit Dalsoße, dazu Kokosmandelreis. Bin ich sehr excited drauf. Dann haben wir einmal Carrot Cake, Cream Cheese Lime Frosting. I'm so excited for that one. Und dann haben wir einmal Schupfnudeln mit veganem Pesto Rosso, Kirschtomaten und Rucola Topping, panierter Blumenkohl mit Kräuterdip und Salat. Ich würde sagen, ich werde heute definitiv das machen wegen dem Blumenkohl. Hier ist ja auch Blumenkohl mit drin. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht werde ich das sogar vorbereiten. Wir schauen mal. Das sind alles Gerichte, die ein bisschen länger brauchen. Aber ich sage euch ehrlich, ich freue mich unnormal. Und ich denke, dass ich damit meine Cooking Skills definitiv erweitert bekomme. Ich war jetzt duschen. Ich gehe jetzt sonnen. Und wenn ich wiederkomme, fahre ich schnell in die alte Wohnung. Staubsauge dann auch einmal durch, weil heute ist Abgabe. Ich hoffe, alles läuft gut, weil sonst kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Und dann werde ich mir was kochen. Mit meinem ersten HelloFresh-Gericht. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, ich werde euch aufstellen. Ich will euch allgemein mehr in meinen Alltag noch integrieren, dass ich euch auch aufstelle, wenn ich zum Beispiel sauber mache und so weiter. Aber momentan, mein Kopf hat einfach nicht dafür gereicht gestern. Deswegen Putzroutine werde ich euch sowieso nochmal abdrehen. Aber ich will euch mehr bei Sachen mitnehmen und mehr zeigen und nicht immer nur mein Gesicht zeigen. Ja, deswegen, ich würde sagen, ich gehe jetzt sonnen. Ich bin zurück vom Sonnen und ich sage euch ehrlich, ich werde diese Wohnung kein bisschen vermissen. Ich bin so froh, hier raus zu sein. Leute, habe jetzt noch hier einmal gestaubsaugt. Und ich weiß nicht, wo ich euch gerade hier hinstellen soll. Ich bin die Wohnung los. Gleich ist nur noch die Abgabe. Ich habe es geschafft. Keiner kann das nachempfinden, was ich hier gerade nachempfinde. Ich bin so dankbar, diese Wohnung los zu sein. So fühle ich mich gerade. Es halt hier sehr. Das Witzige ist, als Badan hier war, also mein bester Freund, sagt er noch so zu mir, der so, irgendwie sieht die Wohnung klein aus ohne Möbel. Ich so, ja, die Wohnung hier ist einfach lost. Also ich kann euch eine letzte, ich gebe euch eine letzte Roomtour. Machen wir so. Hier ist der Aufzug, mit dem ich immer reingekommen bin. Hier ist meine Treppe, die nie jemand gesehen hat, die einfach katastrophal aussah. Dann kommt ihr hier rein. Hier ist der erste Balkon. Das war der Wohnbereich. Da ist der zweite Balkon. Muss neu gemacht werden. Hier ist der Boden, den ich selber bezahlt habe. Ja, 2500 Euro. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, und er durfte den Boden natürlich übernehmen. Dritter Balkon. Kleines Bad. Dann haben wir hier noch Schlafzimmer. Da ist auch noch der Balkon. Der Balkon ist riesig. Hier war mein Filmraum. Mein Gott, ich fühle mich gerade wie das erste Mal, als ich hier das Video gedreht habe. Ja, und hier war das große Bad. Und Leute, fragt mich nicht, was die sich hier bei dem Bau gedacht haben. Es ist einfach absolut sinnlos.
Ach so, ja. Und Wasser, worauf man 3 Minuten warten kann, damit es warm wird. Das war meine gute Wohnung. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Wohnung hatte. Die Wohnung hat mir echt super viel gelehrt. Aber ich bin so froh, wenn die heute abgegeben ist, weil ich habe legit absolut keinen Bock mehr. Ja, und das hier war der riesen Wohnbereich. Da standen ja zum Schluss noch meine Schränke. Und das war's. Ich hoffe, dass wir das heute schnell hinkriegen mit der Übergabe, weil ich habe absolut gar keinen Bock darauf. Aber ja gut, ich habe jetzt hier nochmal durchgesaugt, wischen kann die hier selber. Ja, ist ja klar, dass beim Auszug hier ein bisschen Dreck entsteht, aber die wischen so oder so nochmal durch, deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal hier durchwischen. Ja, das war's von mir. Die Frage ist nur, ob ich nachher diese Dinger vom Balkon noch abmachen muss oder nicht. Aber das sehen wir dann. Ich bin jetzt wieder in meiner neuen Wohnung und ich schwöre euch, so langsam befreit sich bei mir der Kloß, den ich die ganze Zeit in meinem Bauch hatte. Ich bin einfach so froh, wenn diese Wohnung weg ist. Oh mein Gott. Wenn meine Wohnung gleich abgegeben ist, Leute, ich werde den ganzen Tag nur tanzen. Und ich bin gar kein Tänzer. Ich bin gar kein Tänzer. Danke, Wohnung, dass du mir diese ganze Erfahrung gegeben hast. Danke, dass ich dank dir weiß, wie hart und anstrengend es ist, 4 Jahre lang 1.700 € Miete zu bezahlen. Ich bin dir so für sehr, sehr vieles dankbar. Aber ich bin auch unfassbar dankbar, hier raus zu sein. Ich wünsche dir mit deinen Nachmietern unendlich viel Spaß und hoffe, dass sie es genauso lange mit dir aushalten wie ich. Danke. Leute, das war's von mir. Ich gehe jetzt in meine Wohnung und koche mir was. So, Leute, wir kochen jetzt zusammen mein erstes HelloFresh-Gericht. Und ich glaube, ich werde das hier machen, weil hier ist auch Salat bei. Ich muss nur mal gucken, wie ich das mit dem Salat mache, wie ich den morgen nochmal benutzen kann. Ich glaube einfach, dass ich mir die Hälfte nehme und dann ja, Dressing morgen noch drauf mache, die andere Hälfte. Das ist das erste Gericht. Panierter Blumenkohl im Kräuterdip und Salat. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie abzunehmen oder irgendwas krasses zu machen, sondern ich will einfach meinem Körper gesünderes Essen gönnen. Klar, wenn man, keine Ahnung, ein Glas was Süßes am Tag trinkt oder so, geht das ja. Aber mein Problem ist, dass ich mich momentan wirklich nur von süßen Getränken zum Beispiel ernähre. Bebig. Und das geht so nicht mehr auf Dauer. Ich muss mich mal irgendwie hier anders hinstellen. Ja, das geht für mich auf jeden Fall nicht mehr auf Dauer. Und ich gehe jetzt auch auf die 30 zu. Deshalb müssen wir... Irgendwann muss man ja mal starten mit gesunder Ernährung, ne? Die einen früher, die anderen später, aber besser spät als nie. Ja, und ich freue mich drauf, sage ich euch ehrlich. Ich werde euch übrigens unten einen Link reinsetzen, womit ihr euch bei HelloFresh auch bestellen könnt. Also wo ihr euch selber bei HelloFresh was bestellen könnt. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn das Gericht komplett fertig ist und zeige euch dann meine Reaktion zum Essen. So sieht das Ganze jetzt aus und ich muss sagen, es ist schon eine gute Portion. Hätte ich eben nicht gedacht, aber ich muss auch zugeben, ich koche sonst auch immer zu viel. Also viel zu viel. Deswegen, es sieht sehr, sehr gut aus. Es gefällt mir richtig gut und ich bin super gespannt, wie es jetzt schmeckt. Ich habe jetzt zu Ende gegessen und ich muss sagen, es war lecker, aber es wird keins von den Gerichten sein, was ich jetzt jeden Tag machen könnte. Es war gut. Und ich muss sagen, ich bin schockiert, dass mich die Hälfte einfach krass gefüllt hat. Das Gute ist, ich muss morgen nicht mehr kochen, aber ich möchte heute noch backen. Denn ich habe mir ja noch diesen Karottenkuchen geholt. Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, euch vielleicht die ganze Woche über mit HelloFresh mitzunehmen. Damit ihr euch das mal angucken könnt, gerade für die Mädels, die es austesten wollen. Wie gesagt, also im Endeffekt ist der Link, den ich euch unten reinsetze, wie so ein Affiliate-Link. Also ich spare damit dann bei meinen Boxen. Aber ich erhalte jetzt kein Geld oder so, wisst ihr. Ja, deswegen. Also falls ihr das ausprobieren möchtet, gönnt euch den Link. Ihr bekommt damit eine Box gratis. Das ist richtig, richtig nice. Und ich werde jetzt noch meinen Teller in die Spülmaschine räumen und mich dann an den Kuchen geben. Und dann mal schauen, wie der wird. Weil ich glaube, der wird fantastisch. So, Leute, mein Carrot Cake ist fertig. Das mit der Deko ist ein bisschen schwierig geworden. Ich hätte die Schale wahrscheinlich im Nachhinein besser abgerieben. Aber egal. Ich bin so gespannt, wie er schmeckt. Oh mein Gott. Leute, ich war bis gerade eben live. Ich bin so kaputt. Ich bin so kaputt und müde. Ich kann euch nicht erklären, warum. Ich habe eben eine Waschmaschine gewaschen. Habe noch einmal die Spülmaschine eingeräumt. Wenn ich nachher noch den Rest gegessen habe, der gerade in dem Kühlschrank ist, muss ich die Spülmaschine noch anstellen. Und ich bin gerade meinen Spiegel am Streichen. Im Übrigen, so sieht das Ganze aus, wenn der Spiegel da nicht vorsteht. Da ist ja eigentlich mein Bücherregal hinter. Aber ich wollte den Spiegel ja unbedingt weiß streichen.
Und das bin ich gerade am machen. Ich zeige euch gleich mal, wie weit ich bin, weil ich glaube, ich brauche safe noch 2 Lagen, damit es richtig schön deckend ist. Deswegen machen wir damit jetzt mal weiter. So sieht der ganze Spaß nämlich gerade aus. Ich habe jetzt die erste Schicht gemacht und es ist halt wirklich noch gar nicht deckend. Ja, ich begebe mich jetzt mal da dran. Übrigens ein richtig guter Tipp, das hier dann runterzulegen und dann zu streichen. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal Runde 2 und dann schauen wir mal, wie viele Runden ich im Endeffekt brauche, damit der ganze Spaß hier richtig schön deckend ist. Das ist übrigens Farbe, die habe ich bei Action gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe so der Burner ist. I don't know. Ich hoffe, dass das jetzt gleich noch deckender wird, aber das kann ich euch gerade halt noch nicht beantworten. Ne? So, wie ich das mache ist, ich gehe meistens erstmal hier lang, weil während ich hier lang gehe, kommt hier oben meistens Farbe und dann gehe ich so nochmal hier lang. Und ich sehe gerade, dass ich safe 3 bis 4 Schichten brauche, weil es einfach immer noch super undeckend ist. Das ist halt ein bisschen scheiße. Ja, was soll ich machen? Egal, dann brauchen wir halt jetzt 3 bis 4 Runden. Ich lasse es immer dazwischen so ungefähr 1 Stunde oder so trocknen, damit das gut antrocknet. Und dann schauen wir mal. So, seht ihr das? Ich drücke das hier aufs Blatt. Den Tipp hat mir übrigens eben eine Zuschauerin aus meinem Live gegeben. Das war ein super Tipp. So, meine nächste Waschmaschine ist fast ready. Eine halbe Stunde ist rum. Keine Stunde, aber ist nicht schlimm. Ich werde jetzt am Spiegel die 3. Runde fahren und bin mal gespannt, wie weit ich dann bin. Schauen wir mal, ne? Weil die Waschmaschine ist in 3 Minuten fertig. Und ich denke, wenn ich die aufhängen kann, da ist nur ein Pullover drin, weil ich den eben gereinigt habe mit Gallseife. Und dann schauen wir mal, ne? Weil den muss ich auch noch aufhängen. Und ich habe noch 2 Teile, die sind voll mit Haaren. Ich hoffe, dass die mir nicht die ganze Maschine versauen, aber ich habe keine andere Wahl, als sie da jetzt reinzustecken. Deswegen, mal schauen. 2. Runde beim Spiegel sieht übrigens so aus. Ich werde jetzt die 3. Runde am Spiegel hier entlang gehen. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ja, schon viel besser. Yes, man, wir nähern uns. Wir nähern uns. Ich hätte vielleicht an der anderen Seite anfangen sollen, wo ich eben auch gestartet habe. Und das werde ich jetzt, glaube ich, auch machen. Ich habe jetzt Farbe auf meinem Kopf, lasse das Ganze 1 Stunde drin und werde es gleich auswaschen. So, Leute, Tönung ist ausgewaschen. Meine Maschine ist jetzt gleich beendet und dann ist auch alles gewaschen. Ich kuschel jetzt mit der Maus hier auf der Couch und schneide den Vlog für morgen, denn morgen ist Sonntag. Und ja, dann schauen wir mal, was noch so wird. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich find's irgendwie ganz cute mit dieser Strähne hier so mitten im Gesicht. Hat ein bisschen was. Es hat was. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt ein Pfeifchen gemacht, also Shisha, und werde jetzt, ich glaube, Pretty Little Liars weitergucken. Ich will damit endlich fertig werden. Ich bin irgendwo bei Staffel 3, kurz vor Staffel 4. Und ja, ich werde nachher noch ein Video schneiden für mitten in der Woche. Morgen muss ich nochmal zum Wertstoffhof fahren, was wegbringen. Und ja, dann bin ich auch so gut wie durch, ne? Ich bin froh, wenn ich alles geschafft habe, was noch auf meiner To-Do-Liste steht. Und ich habe eben übrigens ein HelloFresh-Gericht gemacht. Ich habe es euch ja gezeigt. Es war sehr, sehr lecker. Ich habe es aber komplett abgewandelt, weil ich überhaupt gar keinen Mixer oder sowas da hatte. Oder einen Pürierstab. Ich besitze sowas nicht. Deswegen musste ich ein bisschen variieren und habe dann noch Tomatensauce selber dazu gemacht. Und das dann alles so ein bisschen untermengt. Aber es war sehr, sehr lecker. Und ich muss sagen, bisher, ich bin wirklich super zufrieden mit HelloFresh. Und wir haben eben zu zweit gegessen. Und es ist trotzdem noch was übrig geblieben. Ich denke mal, auch an der Soße lag das, dass es halt noch sättigender war als normalerweise. Aber ja, das war echt super. Ich gucke jetzt, wie gesagt, ein bisschen Serie. Ich habe jetzt noch eine Abholung. Eben hatte ich noch eine Abholung, weil ich ja noch Sachen reingestellt hatte. Jetzt gleich wird noch das Regal abgeholt. Und dann bin ich durch für heute. So Leute, ich habe mir jetzt einmal so Müsli gemacht von meinmüsli.de, diese Weihnachtsedition, und hatte mir das Gericht von gestern, was wir gegessen haben, noch einmal ein bisschen umgewandelt. Also ich habe noch ein bisschen mehr Soße draus gemacht und die Tomaten, die eigentlich im Salat waren, habe ich jetzt auch noch mit hier reingemacht und dazu halt Nudeln, weil an Schupfnudeln war fast nichts mehr da. Und das habe ich jetzt abgedeckt, damit wir später noch was essen können. Ich werde mich jetzt gleich ans Lesen begeben. Ich habe hier hinten auch schon mein Buch liegen. Und zwar bin ich ja Cold Case Academy, ein tödliches Rätsel am Lesen. Das ist der 2. Band. Den 1. Band habe ich ja schon gelesen. Ich bin jetzt bei Kapitel 10. Und ich muss euch sagen, irgendwie, ich bin momentan ein bisschen raus.
Also ich weiß nicht, ob es an dem Buch liegt oder allgemein an meinem Gemütszustand, wenn man das so sagen kann. Aber irgendwie, ich bin momentan nicht ganz so motiviert zum Lesen und ich will halt wieder reinkommen, weil ich will Fourth Wings lesen und ich habe so viele andere coole Bücher hier. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich momentan wieder in die Sachbücherschiene reingehe. Also ich habe auch das Bedürfnis, endlich wieder anzufangen, ein Sachbuch zu lesen, die ganze Zeit schon, vor allen Dingen, was so Aura sehen und sowas angeht. Interessiere ich mich ja allgemein super dolle für. Aber ich will wenigstens dieses Buch hier zu Ende lesen. Aber ich werde mal gucken, vielleicht hole ich mir später aus meinem Bücherregal noch ein Sachbuch raus, weil ich wollte ja sowieso das Ganze so machen, dass ich halt morgens ein Sachbuch lese, abends was, so entspannte Lektüre wie ein Jugendthriller. Ich glaube, das ist auch ein Jugendthriller, was ich hier lese, weil das ist jetzt nicht so krass. Es ist mal ganz entspannt, sowas zu lesen, aber ich sage euch ehrlich, ich lese lieber spannendere Bücher und vor allen Dingen, ich bin sehr gespannt auf meinen ersten Erotikroman, wenn man das so sagen kann. Also auf meine Dark Romance Bücher, ist so der Fachbegriff dafür, freue ich mich unfassbar drauf. Und ich habe ja auch noch Das Reich der Sieben Höfe, ich bin so gespannt auf diese Bücher. Aber ich muss halt jetzt erstmal wieder ins Lesen reinkommen, weil irgendwie durch den Umzug mein Gehirn war einfach lost. Und ich habe jetzt heute endgültig dann den Schlüssel eingeworfen. Das heißt, ich bin dann mit der alten Wohnung, weil ich musste noch ein, zwei Sachen erledigen. Das hatte ich euch gar nicht mehr gesagt, deswegen, ich hatte auch mega schlechte Laune irgendwie die letzten Tage. Und ja, also hier ist so gut wie alles durch. Das Einzige, was ja noch fehlt, ist, dass der Schrank ausgesägt werden muss. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das erwähnt habe und die Deckenlampen. Aber am 18. kommt der Handwerker, der mir das macht. Ich habe jetzt endlich einen Termin und da freue ich mich schon richtig drauf, weil wenn das erledigt ist, dann bin ich wirklich durch. Dann ist alles erledigt. Und dann habe ich auch alles geschafft. Ich habe nur noch einen Rollwagen hier drin stehen, den ich abverkaufen bin. Den will ich jetzt auch nicht unbedingt in den Keller bringen, weil das ist einfach voll unnötig. Wenn ich den jetzt runterbringe, muss ich den wieder hochtragen, weil der Aufzug, den wir hier haben, der fährt halt nicht bis in den Keller. Und ja, aber ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr happy. Ich muss sagen, ich kriege es super hin, hier in der Wohnung Ordnung zu halten. Ich bin ja auch regelmäßig jetzt Essen am Machen, das HelloFresh-Essen. Und das gefällt mir richtig gut. Da muss ich nochmal eine Lösung finden. Irgendwie, ich bin nicht ganz so zufrieden mit der Klebefolie, die da ist, weil die ist so ein bisschen gräulich-bläulich. Und ich hätte halt eigentlich gerne was Wärmeres in der Ecke. Ich muss nochmal gucken. Hallo Leute, ich bin gerade auf dem Weg zur Tattoo-Entfernung. Ich bin so müde. Gerade mal 10 vor 9. Das ist für meine Verhältnisse sehr früh. Um 9 Uhr muss ich da sein. Ich werde auch pünktlich sein. Das ist super. Ich bin echt kaputt. Also irgendwie, ich kann seit anderthalb Wochen nicht früh einschlafen. Heißt, dementsprechend schlafe ich auch lange. Aber ich habe einfach gemerkt, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, dass mein Körper einfach momentan diese Ruhe braucht. Ich weiß nicht, ob das einfach viel zu viel die letzten Wochen war. I don't know. Aber ich denke mir, ich gebe mir jetzt einfach die Zeit und die Ruhe, dass ich einfach mal ein bisschen Erholung habe. Ich habe jetzt auch einen Kundinnenstopp bis zum 19.11. Und ab dann werde ich erst wieder weiter pigmentieren, weil ich auch erstmal alles einrichten wollte in der neuen Wohnung. Ich habe zwar schon in der neuen Wohnung gearbeitet, aber ich wollte, dass halt wirklich jetzt alles fertig ist. Und am 18.11. ist halt noch der letzte Termin, an dem dann ja noch die Reste gemacht werden, wie Lampen anbringen und so weiter. Das habe ich euch ja, glaube ich, gestern schon erzählt. Ja, deswegen, heute ist mein Tattoo-Entfernungstermin. Ich werde mich nachher auf jeden Fall noch was hinlegen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ich bin gespannt. Wow. Und ich bin gespannt, inwiefern sich meine Augenbrauen heute entwickeln bei der Laserentfernung, weil hier ist ja alles rot. Ja, wir schauen mal. Ich würde sagen, ich gebe euch dann später Bescheid, beziehungsweise direkt nach der Behandlung. Ich glaube nicht, dass ich... Ich guck mal, vielleicht kriege ich sogar hin, bei der Behandlung heute mal zu filmen. Aber das macht halt keinen Sinn, weil die das bei niemandem machen, außer bei mir, weil die Mäuse mich halt kennen. Und ja, die bieten das halt nicht mehr an, weil dabei zu viel schief gehen kann. Also die Farbe kann oxidieren. Es kann richtig in die Hose gehen. Und wenn du das bei Patienten machst, wo du nicht weißt, wie die halt drauf reagieren, egal ob die Haut reagiert oder wie die Person an sich reagiert und ob die Person Geduld hat, ist es halt sehr schlecht. Deswegen empfiehlt man eigentlich mittlerweile sowieso viel lieber dann eine Überbehandlung. So, das ist das Ganze nochmal vorher. Da und da haben wir ja schon gelasert und da gehen wir heute auch nochmal drüber. Leute, das sieht einfach anders gut aus, seht ihr das? Ey, vielleicht habe ich richtiges Glück und es schlägt doch nicht um.
Ich freue mich so. Seht ihr, es ist endlich gleich. Haushalt ist erledigt. Ich habe jetzt noch das Bettlaken drauf gemacht, weil das war nicht ganz trocken. Ich muss immer noch ein neues bestellen. Ich hatte das ja letztes Mal schon erzählt. Ich habe mich jetzt kurz fresh gemacht. Mein bester Freund kommt jetzt. Ich muss den zu Halloween schminken. Eigentlich wäre ich ja heute zu Erika gefahren, aber Leute, ich bin einfach platt. Also ich bin wirklich anders platt. Ja, mein Klettverschluss, doppelseitiges Klebeband, wie auch immer, kam an. Und damit werde ich nachher die Lampen, die an dem Spiegel waren, befestigen. Und fingers crossed, dass das Ganze funktioniert. Ich hoffe, dass es gut funktioniert, weil dann wäre es natürlich super. Aber ich mache das nachher ganz in Ruhe. Ich werde jetzt erstmal die zwei schminken. Also was mit dieser Kamera hier los ist, nervt mich. Versteht auch kein Mensch. Auf jeden Fall habe ich jetzt, wie gesagt, den Haushalt gemacht. Ich habe noch das Bett zu Ende gezogen, Wäsche abgehangen. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich. Ich bin froh, wenn ich mit allem durch bin. Übrigens kamen meine Temu-Sachen an. Damit werde ich euch noch im Haul abdrehen. Und mein Mai-Müsli-Adventskalender auch. Da freue ich mich ganz dolle drauf. Den habe ich selber geholt. Da ist nämlich Porridge drin. Und dann schauen wir mal. Dafür muss ich übrigens noch ein Brett holen. Das mache ich aber erst, wenn der Schrank richtig an der Wand steht. Ich habe jetzt hier diese Klettverschluss-Dinger und werde das jetzt an den Spiegel befestigen. Einmal da und einmal da. So, Leute, ich habe meinen besten Freund jetzt zu Halloween geschminkt und seinen Freund. Ich habe keinen Bock. Ich bin so kaputt. Ich bin so froh, dass ich heute nicht rausgehe, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Und Erika, die kleine Maus, die tut mir richtig leid. Die ist so erkältet, beziehungsweise so krank geworden nochmal. Ich weiß gar nicht, wie die das heute überstehen möchte mit der Party. Aber mal schauen. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen lesen. Ich habe mir jetzt eine Pizza bestellt zu Halloween, damit ich wenigstens irgendwas mache. Aber ich sag euch ehrlich, ich habe den ganzen Tag heute geschlafen. Ich habe nur die zwei geschminkt. Ich war mit den Hunden draußen. Und ich war bei der Tattoo-Entfernung und ich muss sagen, es ist echt gut, ne? Also es ist definitiv heller als vorher, aber es ist nochmal ein bisschen nachgedunkelt. Ich bin gespannt, wie das Ganze verheilt, weil bei der letzten Verheilung, als wir das erste Mal diese Farbe gelasert haben, ist es erst dunkler geworden und dann wieder ein bisschen nachgehellt mit der Zeit. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, aber ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Und ja, ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wenn ich hier die Linie dann auskorrigieren muss. Ich bin wirklich am Überlegen, mich selber auszukorrigieren, weil ich habe, also ich habe ja meine Lippenpigmentierung, bin damit auch mega happy. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr das seht. Hier in dem Mundwinkel fehlt mir ein bisschen was an Farbe und das überlege ich selber auszukorrigieren. Also ich muss sagen, ich glaube, Lippen kriege ich besser und einfacher selber auskorrigiert. Leute, macht das niemals nach, ne? Als meine Augenbrauen, aber ich habe mittlerweile so Trust-Issues, weil ich so eine Perfektionistin bin. Ich kriege die Krise, wenn etwas nicht einheitlich auf einer Linie ist und das triggert mich halt extrem. Deswegen bin ich das ja hier auch am Remover lassen. Wir haben auch heute wieder mit dem Holzstäbchen gearbeitet. Ich sage euch nur so schon mal, Reinhaut lasert eigentlich keine Augenbrauen mehr. Ich nehme euch dazu nur mit, dass ihr halt wisst, was ich machen lasse. Die machen das aber nicht bei Neukunden vor allen Dingen. Die lasern keine Augenbrauen mehr, weil es halt echt schief gehen kann. Ich habe das, glaube ich, schon mal in diesem Video erwähnt. Aber die Farbe kann halt umschwenken. Also die Farbe oxidiert, dann schlägt die Farbe um. Es kann halt wirklich sehr, sehr hässlich aussehen, wenn ihr das lasert. Und deswegen sind mittlerweile auch Remover ohne irgendwelche Säuren oder so super gefragt, anstatt das halt wirklich lasern zu lassen, weil es halt einfach viel hautschonender ist. Ja, das dazu, dass ich dazu auch nochmal was gesagt habe. Ich freue mich so auf meine Pizza und ich hoffe, dass sie schmeckt. Ich bin sehr gespannt auf die Pizza und ich hoffe, dass ich gleich noch weiterkomme mit meinem Buch. Aber ich will nämlich gleich noch Temptation Island gucken. Vielleicht kommt noch irgendwas anderes raus. Aber ich muss sagen, ich bin heute bei Seite, was waren das, 120 oder so angekommen. Also ich bin schon gut weit gekommen im Gegensatz zu davor, aber ich freue mich richtig doll auf Sachbücher. Leute, meine Pizza ist da. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Let's see. It's looking tasty. Hol dir einen Kaffee auf den Weg ins Archiv. So, ihr Mäuse, ich hatte mir jetzt eine Gesichtsmaske gemacht, bin mit euch zusammen auf TikTok live gegangen und wir haben das Aito, das Wiedersehen geguckt. Es war irgendwie ein bisschen lame. Ich hätte irgendwie ein bisschen mehr Drama erwartet und irgendwie, es war auch ein bisschen langweilig, weil das, was gedroppt wurde, das wussten wir irgendwie alles schon durch diese ganze Spoilerei die ganze Zeit. Jetzt bin ich hier mit den kleinen Mausis. Wie kann man so süß sein? Auf jeden Fall, ich gehe jetzt meine Maske abmachen. Werde noch ein bisschen lesen. Ich will nämlich gerne in den nächsten Tagen, ich wollte eigentlich heute mit dem Buch fertig werden. Ich bin schon gut dabei, aber halt noch nicht fertig, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen lesen. Und ich habe heute eine Serie angefangen auf Netflix. Ich zeige sie euch mal kurz, weil die ist wirklich super. Gefällt mir richtig gut.
Moment, ich drehe euch mal um. Und zwar Lockwood und Co. Richtig interessante Serie, gefällt mir richtig gut. Wir sind jetzt bei Folge 5 angekommen und haben noch ein paar Folgen vor uns. Und das ist wirklich eine super nice Serie. Also super spannend, super interessant. Wie gesagt, ich gehe jetzt meine Maske abmachen und werde da noch ein bisschen lesen und dann nachher die Serie weitergucken. Ansonsten ist heute nicht wirklich viel passiert. Ich war mit den Mäusen draußen, das war es dann aber auch schon wieder. Ich habe heute einen wirklich chilligen Tag gemacht. Falls ihr euch fragt, warum ich momentan so wenig mache, ich habe mir jetzt einfach mal 1,5 Wochen Urlaub gegönnt, dass ich wirklich so gut wie gar nichts mache. Ich freue mich aber morgen. Morgen werde ich endlich Lo wiedersehen. Die Maus hat kein Corona mehr. Und ich freue mich so unfassbar, meine beste Freundin endlich wiederzusehen. Ich habe einfach schon Entzugserscheinungen, wenn man das so sagen kann. Ich würde sagen, ich mache jetzt meine Maske ab und dann geht's weiter ins Lesen. So Leute, das nächste HelloFresh-Gericht ist am Loaden. Hier ist der Reis, hier ist die Soße. Das kommt gleich in den Reis. Und der Blumenkohl ist schon im Ofen. Ich bin gerade die letzte abendliche Runde mit den Hunden angehen. Es ist so kalt heute. Heute Morgen, als ich draußen war, ich bin ja fast erfroren. Also heute Morgen war es anders. Es war so anders. Morgen, es war so kalt. Wir sind einfach alle drei fast weggeflogen. Ich und die kleinen Mäuse. Komm aus. Die Maus läuft ja immer ohne Leine. Klein Bebek immer mit Leine, weil der werte Herr überlegt sich immer 5-mal, wann er hören will und wann nicht. Und das ist ein bisschen schlecht. Deswegen bleibt der Herr an der Leine. Und die Maus ohne, weil die Maus hört super. Ja. So, ich würde sagen, ich melde mich später. Ich habe nämlich gerade Bestellungen ausgepackt, beziehungsweise Kooperationspakete. Und morgen treffe ich mich mit Lo. Eigentlich wollten wir uns heute treffen. Ich habe mir Müsli gemacht und lese gleich mein Buch weiter. Ich war jetzt duschen. Ich denke, ich werde morgen im Jogger rausgehen. Ich habe jetzt nicht so Lust, irgendwas Fancy-mäßiges anzuziehen. Ich habe jetzt noch meine Haarroutine gemacht. Und Leute, ich habe immer noch Haarausfall. Ich dachte, ist es besser geworden? Nein, es ist wieder genauso schlimm wie vorher. Aber momentan ist ja auch Haarausfall-Season. Deswegen, wir entspannen uns. Wir sind ganz entspannt. Ich benutze immer noch jeden Abend mein Haarserum. Also es gibt selten Tage, nur wenn ich 2-mal am Stück rausgehe und 2 Tage richtig gestylte Haare brauche, wo ich halt kein Haarserum benutze. Aber an sich benutze ich wirklich jeden Tag das Haarserum. Und Öl in den Längen, auch ganz wichtig. Ich bin am Überlegen, ob ich Ende nächsten Monats nicht ein Stückchen von meinen Haaren abschneide, auch wenn es nur 0,5 cm ist, einfach, dass die ein bisschen dichter in den Längen werden. Ich habe ja jetzt letztes Mal einen Splissschnitt gemacht und mache auch noch zwischendurch Hair Oiling, aber ich mache es jetzt nicht so präzise, dass ich es einmal die Woche mache, wie ich es eigentlich machen wollte. Vielleicht kriege ich eine bessere Routine in den nächsten Wochen rein, da schaue ich mal. Aber an sich bin ich wirklich happy, wie meine Haarroutine an sich ist. Haarpflege und so weiter bin ich jetzt immer noch nicht on point, wenn man das so sagen kann. Ich habe überlegt, vielleicht auf dieses pH-neutrale Shampoo umzusteigen. Ich muss das jetzt mal ein paar Mal benutzen, um zu gucken, wie meine Haare darauf reagieren. Weil ich denke, das könnte auch ganz gut für meine Kopfhaut sein. Da muss ich halt nur gucken, was für eine Kur ich benutze. Beziehungsweise was für ein, ja, Spülung, Conditioner, ist ja beides dasselbe. Aber was für eine Kur, Sprühconditioner etc. Dass ich da wieder eine richtige Routine reinbekomme. Ich muss zugeben, ich bin momentan in einem richtigen Loch. Ich habe ja momentan ein bisschen mir freigenommen und mein Schlafrhythmus, darüber reden wir gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte das schon mal in dem Vlog erwähnt. Aber ich muss mir dringend angewöhnen, öfter rauszugehen und auch mit mir selber was zu unternehmen, weil ich merke, das fehlt mir unnormal. Das mit Lo hat sich zum Beispiel jetzt auf morgen verschoben und eigentlich war ich heute richtig motiviert, mich fertig zu machen und neue Dinge zu erledigen. Und was habe ich jetzt gemacht? Gar nichts. Gar nichts. Ja. Das werden wir jetzt ändern, denn ich stehe jetzt auf, werde die Wohnung einmal komplett aufräumen. Es ist nicht super viel, was ich machen muss, aber ich will wenigstens das Bett machen, im Schlafzimmer einmal staubsaugen. Ich habe hier noch die Sachen für die Kooperation rumliegen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das stehen lasse oder ob ich heute noch was abdrehe. Ich denke, ich werde es morgen abdrehen. Morgen kommt ja auch der, der mir meine Deckenlampen anbringt, meinen Schrank aussägt und so weiter. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, gerade auch mit dem Schrank, dass dann endlich alles finally so steht, wie es stehen soll. Und ja, ich muss noch ein paar Bücher wegräumen, die ich hier rausgeholt habe. Ich habe im Übrigen gestern noch angefangen, Soulmaster zu lesen und ich wollte euch auch noch eine kurze Buchreview geben zu dem Buch, welches ich gestern beendet habe.
war das ja Cold Case Academy, ein tödliches Rätsel. Das war der zweite Band von zwei. Es gibt zwei Bände. Ich habe euch den ersten schon reviewed. Und ich muss sagen, ich glaube, ich finde sogar den ersten besser als den zweiten. Also es hat mich jetzt nicht so übertrieben gecatcht, wie ich dachte, dass mich die Bücher catchen werden. Es ist für mich persönlich halt wirklich wie so ein Jugendthriller. Vielleicht hat es mich auch nicht gepackt, weil ich irgendwie krassere Sachen gewohnt bin von Serien und so weiter. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich bin... ja, guter Dinge, dass es definitiv bessere Bücher gibt als das. Es war in Ordnung. Ich kann es euch auch gerne mal unten verlinken. Ich verlinke euch allgemein immer alle Bücher auf meinem Instagram-Account in meinem Highlight Last Read. Da kriegt ihr auch immer eine Produktbewertung. Ich habe dem Ganzen jetzt eine 5,5 von 10 gegeben. Es war, wie ich schon erwähnt habe, nicht das beste Buch, was ich je gelesen habe. Auch nicht das schlimmste, aber es hat mich jetzt nicht so gepackt, dass es super motiviert war. Das Ganze hatte 332 Seiten und ich habe es, wie gesagt, innerhalb einer Woche beendet. Und gestern habe ich mit Soulmaster gestartet, bin schon ein gutes Stück weitergekommen. Bin jetzt auf Seite 62 gelandet. Ich bin mal gespannt, wo ich heute Abend landen werde, wenn ich weiterlese. Aber jetzt stehe ich erstmal auf und werde ein paar Sachen erledigen von meiner To-Do-Liste, wie aufräumen, sauber machen und so weiter. Eigentlich wollte ich heute sonnen gehen. Ich wollte auch mal wieder, was das angeht, einen richtigen Rhythmus reinbekommen, weil ich gemerkt habe, dass mir das echt gut tut. Zwischendurch einfach mal so ein bisschen Vitamin D zu angeln. Ich habe das ja davor nie gemacht und ich habe einfach gemerkt, es tut mir richtig gut. Ich stecke in einem richtigen Loch.